Okay, scheinbar die Truhe hatten wir schon, weil da ist nichts Besonderes drin. You want me? Ja, an army can't march forever. Ihr braucht nur die Truhe hier. Even you surface dwellers have to sleep. Wie kann ich helfen? Don't you? Ihr braucht nur zu fragen. Okay, hier ist wirklich nirgendwo mehr was drin. Needs her beauty sleep. Magic does not nest well in a tired mind. Ah, I must sleep. Who cannot stop yawning and it's making me... Your turn! Is Coldheart dead? Perhaps we could tell rest. Me you ripped the Catchpenny bastard's head from his shoulders. Benoit, da seid ihr ja wieder. Ist Kaltherd tot? Sagt mir, dass ihr diesem verräterischen Hund den Kopf abgerissen habt. Kaltherd ist nicht mehr. Nicht doch. Das letzte Mal, als ich versucht habe, beim Zwerg den Kopf von den Schultern zu trennen, habe ich mir den Rücken verrenkt. Ich konnte mich wochenlang nicht bewegen. Nein, sind wir ehrlich, Kaltherd ist nicht mehr. Er hat sich von mir abgewandt beim großen Dummerteut. Es gibt eine Schuld zu begleichen. Ihr habt einen großen Gefallen getan. Daran besteht kein Zweifel. Benoit, hier nehmt das. Für mich... Ich für meinen Teil werde hierbleiben und diesen Ort von den unheiligen Kräften reinigen, die hier herrschen. Und dann? Ich mag nicht zu sagen, was dann passiert. Helm und Genesung. Ja. Wir können auf unserem Kreuzzug auf Drachensperr gute Männer an unserer Seite gebrauchen. Wenn ihr eure Frustration abbauen wollt, kenne ich jemanden, der eure Feindseligkeit verdient, die strahlende Dame. Was ihr nicht sagt. Also gut, wenn ich hier fertig bin, werde ich mich auf den Weg nach Drachenspeer machen. Hebt eure Axt mit Stolz, mein Freund. Ja, der Leichnam Gurt Kaltherd wurde durch meine Hand besiegt. Ich habe mich über Kaltherd gekümmert und muss mich vielleicht um die Zwerge kümmern. Mhm. Helm vom Dummerteuen. Widerstand gegen physischen Schaden, Konstitution, Schutz vor kritischen Treffern. Was trägst du wie Konia den Helm des Edlen? Und ja, Minsk trägt den Helm des Unerschütterlichen. Hm. Nee. Verbessert nur die Trefferpunkte, aber das war's auch schon. Und noch eine Genesung. Und ja, der Behälter ist voll. Brauchen wir auch noch einen zweiten Schriftrollenbehälter. So wie wir zwei Tranktaschen haben. Worum, wie ihr wünscht. So, dann können wir dem Zwerg hier draußen sagen, dass da drin alles in Ordnung ist. Wie ihr wünscht. Ich brauche einen Schluck starkes Zwergenbier. Also, was habt ihr da drin gesehen? Eure Klerikerfreunde, manche sind am Leben und sie können wohl eure Hilfe gebrauchen. Eure Auftraggeber, die gegen die Horde der Untoten kämpfen. So viele Dinge. Untote, mehr Untote, einen Riesen. Ich glaube, da drin waren noch ein paar Salamander. Ein Zwergenleichnam. Das ist was, was man nicht alle Tage sieht. Ein echtes Abenteuer. Nimm mir das mal. Und die Kleriker, sind sie noch am Leben? Auch den Tiefvater lebt noch. Er möchte eventuell mit euch sprechen. Oh ja, wirklich in Ordnung. Ich bin fit genug, um loszugehen. Entschuldigt mich. Ist er jetzt hier drin? Ihr braucht nur zu fragen. Ja, der ist jetzt hier drin. Meine Laune ist hallo, schön, euch wiederzusehen. Naja, unter diesen Umständen ist es schön, überhaupt jemanden zu sehen. Wie ich sehe, habt ihr euren Auftraggeber wiedergefunden. Nun gut, mein Freund, gebt niemals auf und die Götter werden über euch wachen. Mir ging es schon schlechter, glaubt mir. Wenn ihr mich weiter so bedrängt, werdet ihr für den Rest eures Lebens nur noch Dunkelheit sehen. Nehme ich mal die Eins. Ja, Bruder Tivada hat die Befehle gegeben, doch Gurt Kaltherd hat mich bezahlt. Ich bin sicher, dass Bruder Tiefader tun wird, was er kann, damit ihr bezahlt werdet. Ich hoffe, ihr habt dieses Geld nicht gebraucht. Sehr unwahrscheinlich, dass das noch passiert. Nehmen wir die Eins. Ja, dann werde ich mich noch kümmern, wenn ich mich um alles andere gekümmert habe, um das ich mich noch kümmern muss, falls ihr versteht. Ich will mein Geld, Gold-Tiefader, versucht nicht euch zu drücken. Ihr werdet euer verdammtes Geld schon noch bekommen, keine Sorge. Im Moment müssen wir uns um ganz andere Dinge Gedanken machen. Und Benoit, ihr müsst euch auch noch um einige Dinge kümmern, oder nicht?
Mhm. Hey, what do you need, you wee dauntless gadfly, you? Ja, was braucht ihr, kleiner verwegener Störenfried, hä? Wie geht die Weihung von Kaltas Grube des Schreckens voran? Ich sag euch, damit ging es ein ganzes Stück schneller voran, wenn ich nicht sinnlose Fragen wie eure beantworten müsste. Jetzt entschuldige ich mich, ich habe noch viel zu tun. Äxte hoch. Dann fangen wir mal bei Heilquid. Vielleicht mal sehen, was genau braucht ihr. Einfach Heilung wäre nicht schlecht. Die sollte reichen. So. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Sind wir etwas geheilt? Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, jetzt können wir zu unserem Lager hier zurückkehren. Wir kaufen auf jeden Fall den zweiten Schriftrollenbehälter jetzt erstmal. Und verkaufen das bisschen Tant, was wir haben. Auch wenn es nicht viel ist. Und wir brauchen, glaube ich, auch mal wieder Pfeile. Gib mal einfach alle. Wobei, wir haben ja auch noch Feuerpfeile, mehr als genug. Aber vielleicht sollten wir Pfeile plus 2 auch kaufen. So, werden wir gehen. Das ist in der Nähe des Dings, des Koalitionslagers. Mein gestohlenes Vermögen ist klar. Skis großer Plan, mal gucken, wo das noch hingeht. Beunruhigende Verwicklung ist der Mann mit der Kapuze. Die Sichtaufgabe, bis jetzt haben wir kein interessantes Wesen gefunden, was wir sichtbar machen konnten. So. I have many fine wares. Ja, besondere Waren. Verkaufen wir mal das. Kaufen den Schriftrollenbehälter. Und mehr brauchen wir nicht. Wobei, Pfeile. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Army marches on its stomach. Pfeile müssten unter Waffen sein. Sind teuer, aber kaufen wir mal wieder 5 Stacks. Wie sieht es eigentlich mit Schleudermunition aus? Behälter öffnen. Nee, da kaufen wir lieber noch welche, aber... Machen wir es einfach. Munitionsgürtel zu mir. Alles reinschieben. Munitionsgürtel zurück. So, alles was keine Briefe sind, also Schutzformeln. Oh, Schutz vor Versteinerung könnte sie lernen, theoretisch. Da sind viele Feuerbälle. Rein zu Fleisch. Ach, geht gerade nicht. Okay. Gut, hat nicht geklappt, Schutzformel zu lernen. Oh, jede Menge Hast, koordinierte Verteidigung, Meisterstärke.
Ja, ich merke gerade, das war wieder zu viel. Und ich packe alles gerade wieder da rein, wo ich das Haus habe, oder? Ja. Stärke, chaotische Befehle. Aber ja, ein paar Zauber und so kann ich dann auch verkaufen wieder, die nutzlos sind, wie identifizieren. Und ja, ich weiß, ich könnte viele dieser Pergamente einfach wegschmeißen oder verkaufen. Aber das sind schöne Erinnerungsstücke. Worum geht es? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Hast du irgendwelche besonderen Schriftrollen vielleicht für mich? Gespiegeltes Ebenbild, Spuk, Taubheit. Wort der Macht, Schlaf, strahlende Schwächung, Illusion entdecken, Untote. Gib mir das. Zauberstoß brauchen wir auch nicht, Ansteckung auch nicht, Hoffnungslosigkeit, ein Eissturm vielleicht noch, andere verwandeln. Nee, das ist nicht so interessant. Spinnenbrut brauchen wir auch nicht unbedingt. Zauberauge, Bresche, Kältekegel. Oh, eine Phantomklinge, die nehmen wir. So, jetzt muss das auch noch alles klappen mit dem Lernen. Nein, und hat nicht ganz geklappt und ich hätte zwischendurch mal kurz speichern sollen. Und jetzt passiert diese Scheiße. Okay. Ich speichere jetzt wirklich nach jedem Zauber, den ich gelernt habe. My spell is lost. Ja, ich krieg sogar Erfahrung dadurch, dass ich Zauber lerne. So, okay. Und jetzt können wir noch verkaufen. So, Schutz vor dem Bösen brauchen wir nicht. Schutz vor Blitzen brauchen wir auch nicht unbedingt. Jede Menge Schutzformeln. Unsichtbares Entdecken brauchen wir auch nicht. Handlungsfreiheit nicht. Fluchbrechen, das behalten wir mal. Böses Entdecken kann weg. Blitzstrahl kann sowieso weg. Meisterstärke. Das behalten wir mal. Identifizieren, die können alle weg. Unsichtbarkeit kann weg. Glück. Vampirgriff kann weg. Koordinierte Verteidigung. Die kann eigentlich auch weg. Panzer, Ghoulgriff können weg. Chaotische Befehle und Stärke können alles weg. So, gut. Dann rasten wir jetzt hier mal in der Sicherheit unseres Klagers. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen. Und dann können wir jetzt mit Duncan reden und in den nächsten Akt weitergehen, denke ich mal. Oder ins nächste Gebiet. That's so sad. Try not to let it get to you. Next time you open your mouth, close it quickly. Before that sort of idiocy spills off your tongue. Okay, jetzt haben Zafar und Corwin Beef.
Reimversuch frisst euch auf, nicht wahr? Das ist so traurig. Versucht euch nicht von ihr leiten zu lassen. Wenn ihr das nächste Mal euren Mund aufmacht, schließt ihr lieber schnell wieder, bevor noch mehr dummes Zeug aus ihm herauskommt. Ja? Wie ihr wünscht. We heard an explosion. What's going on? Wir hörten eine Explosion. Was ist los?